So, jetzt sehen wir endlich das, wozu ich einmal die Augen aufgehalten habe, da in der Gegend. Da ist jetzt eine Hauszeile. Da sind viele Störche. Das war jetzt ein Biber. So, hallo meine Lieben, heute ist Freitag, was haben wir denn, 16. Juli? Ich bin mittlerweile hier in der Nähe von Klosterneuburg, das ist nicht weit weg von Wien. Und da bin ich gestern einmal vom Neusiedlersee noch hergefahren, nicht mehr allzu weit, das waren vielleicht 60, 70 Kilometer, damit ich dann so um 8 Uhr nicht mehr zu viel herumfahren haben müssen, einfach in Ruhe schlafen kann. Hier gibt es eben auch so einen kostenlosen Platz für Wohnmobile in diesem Ort. Und da habe ich so eine App dazu, die gibt es, Park and Ride, so in die Richtung. Heißt es, die zeigt einfach all diese Plätze an, die es so gibt, wo man eben auch nur stehen kann. Es ist kein Campingplatz in dem Sinne, wo es Campingplätze gibt, wo es normale Parkplätze gibt, mit Informationen dazu. Das ist recht gut. Das ist mittlerweile der zweite Platz, den ich so gefunden habe. Und der ist komplett kostenlos. Ist neben der Bahn. Man muss ein bisschen sich daran gewöhnen, dass man jetzt mal das Gefühl hat, dass einem der Zug schnell ins Auto reinfährt. Aber zwischen 11 und 5 war kein Zugverkehr. Das heißt, ich habe gut schlafen können. Und alles war auch super, also in dem Sinne, es war ruhig, ist ruhig, ist auch eine schöne Gegend. Es ist zwar mitten im Ort und trotzdem sehr, sehr ruhig hier. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, nochmal nach Wien reinzufahren. Also ich wollte Wien eigentlich gestern noch so links liegen lassen, mache ich jetzt nicht. Ich schaue nochmal in ein Einkaufszentrum, vielleicht kann ich ein paar Sachen brauchen fürs Auto. Es sind natürlich, das ist auch das Gute an so einer, umso mehr, dass man herumfährt, umso mehr merkt man einfach auch, was gut passt und wo es einfach noch was braucht. In dem Falle habe ich jetzt einfach einmal gemerkt, ich habe überhaupt keine Abdeckung bei den Fenstern. Die sind zwar leicht verdunkelt, nur wenn man wo ist, wo immer irgendein Licht ist, ja, und oft ist halt auf Plätzen, Parkplätzen, beziehungsweise eben auch auf solchen wie da, leuchtet halt mal das Licht und das ist sehr ungut. Also ich möchte ein bisschen schauen, was ich eventuell noch brauchen könnte. Ja, ich schalte da noch mal kurz um, damit ich ein bisschen das Gefühl kriegt, wie es da so ausschaut. Ja, ich kann jetzt da einfach noch mal die Runde drehen. Also das ist einfach da am Bahnhof hier in Kitzendorf. Vergessen, wie das heißt. Nach 50 Metern auf Bahnhofplatz fahren. Ja, und auf Bahnhofplatz fahren, dann scharf links auf Hauptstraße. Die Dame vom Routenplaner will natürlich, dass ich richtig fahre. Kitzendorf, das ist Wien-Umgebung. Jetzt schauen wir da nochmal zurück, wo man da stehen kann. Also das sind jetzt keine wahnsinnig schönen Dinge da, das ist auch klar. Aber es ist einfach oft einmal gut, dass man wohin fährt und in Ruhe einfach schlafen kann, was zum Essen herrichten kann. Genau da bin ich gestanden. Da hinten ist die Bahn, da steht eh noch einer, ein Italiener. Und solche Sachen sind dann sehr oft auch nicht sehr, sehr
überfüllt, ja, weil halt die meisten trotzdem immer nur auf Campingplätze fahren oder viele auch diese App nicht haben. Aber jetzt fahre ich mal nach Wien rein und dann sehen wir uns später wieder. Ja, wir kommen jetzt Richtung Wien und man merkt, auch in Wien gibt es mittlerweile eine Skyline, eine beachtenswerte mittlerweile, also was da auch jetzt schon langsam an Hochhäusern bzw. Türmen aufgebaut wird, ist schon auch beachtlich. Jo. Wien, die österreichische Metropole mit knapp 2 Millionen Einwohnern. Ja, ist schon, mir gefällt das schon auch, muss ich auch sagen. Also sowas beeindruckt mich schon auch immer wieder. Nach 500 Metern geradeaus auf Nussdorfer Lände B14. So, meine lieben Leute, ich befinde mich jetzt in der Lobau. Das ist, sind so dieser Naturpark an der Donau. Soll recht schön und sehr naturbelassen sein. Ja, ich mache da jetzt einmal so eine 8 Kilometer Runde und mal schauen, was es da nur zum Filmen gibt. Also bis gleich. Ja, meine Lieben, die Natur kann so unglaublich unspektakulär sein. Die wirklich zumindest versuchsweise unberührte Natur. Natürlich hat hier jemand das Gras gemäht, aber soweit das halt alles hier möglich ist, ist es teilweise einfach sehr, sehr unspektakulär und doch so berührend, wenn man einfach auch da ist, weil man nicht wirklich von vielen Dingen abgelenkt wird, außer vom Flughafen, der in der Nähe ist und die Flugzeuge, die man hört und teilweise auch sieht, der ist nicht mehr ganz so weit weg. Ja, aber die Natur ist trotzdem da. Naja, und da sind wir jetzt an der Donau. Oh, und ich weiß nicht, ob das in der Mitte da sozusagen das Ende von der Donauinsel ist, die ja ewig lang ist. Ich weiß nicht, 20, 25, 30 Kilometer. Da kann man quasi auch Radl fahren, oben rauf und dann hat man auch einiges zusammengebracht. Ja, und da vor mir noch so ein kleiner Weiher. Das sind so diese unspektakulären Naturschönheiten. So, jetzt mit dem Wasser. Meine Liebe, das ist Natur, Kuh. Ja, die Natur ist meistens sehr unspektakulär. Und manchmal ist es einfach nur praktisch, auch wenn wir brauchen wir doch schon. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Eine Waschmaschine hat keinen Platz. Und ja, wie gesagt, keine Campingplätze. Ich habe natürlich schon Gewand zum Wechseln, so ist es nicht. Aber ich habe Lieblingsgewand. Und vielleicht ist sie einfach aufgefallen auf den Videos, aber meistens das Schwarze. Ja. Das mag ich. Das ist einfach praktisch. Das hinten kann ich alles einschieben. Das ist ein Radtrikot. Die schwarze Hosen mag ich momentan auch einfach. So, jetzt ist das wieder sauber. Ja, noch viel mehr Natur pur. Wow. So ist es, die einfachsten Dinge.
sind es meistens oder oft oder auch was auch immer. Sind einfach dicke, fette, alte Bäume. Ja, total wunderschöner, ruhiger Platz. Ja, es gibt schon so feine, feine Plätze mit einer ganz feinen Energie. Und das spürt man sofort. Ja, meine Lieben, jetzt gibt's gleich Kaffee in der schönen, schönen Natur. Ah, die 3G-Regel macht's möglich. Also schon langsam bekam ich das Gefühl, dass das fast irgendwie schon einen Vorteil hat, weil sonst war ich sicher öfter mal in ein Kaffeehaus gegangen, würde jetzt in ein Kaffeehaus sitzen, wo ich mir denke, okay, ist auch ganz nett. Nur, dass man so in der Natur herumsitzt und Kaffee trinkt, das würde man sonst einfach nicht machen. Und ja, da brutzelt schon der Kaffee. Ist gleich fertig. Und ja, hinter mir schönste Landschaft. Man sieht es leider nicht, da ist dann auch nur ein Teich und wow. Man muss einfach sagen, hey, ich bin da in der Nähe von Wien. Das ist die Lobau. Ja, Wien ist, ja, man es heute wieder gedacht beim Durchfahren, eine Mega-City mittlerweile. Ein Tower nach dem nächsten schießt da heraus. Dann fährst du ein paar Kilometer raus, bist in der Au. Und das machen sie natürlich ganz bewusst so, dass das Ganze da sehr natürlich wieder wird und das ist mehr oder weniger alles sich selbst überlassen. Gibt natürlich eine Gastronomie, da drüben ist was eine Möglichkeit und ich sage es euch ehrlich, ich habe kurz überlegt, aber irgendwie merke ich, ich habe so einen Widerwillen und ich spüre eh, wenn ich wohin gehe will und wo ich das Gefühl habe, ich kriege einen Kaffee ohne Test und dann gehe ich da auch hin. In dem Fall habe ich kein Gefühl. Das Licht ist jetzt gerade super, hilft nichts. Ja, ich bin jetzt seit vor einer Stunde in Wien, nein, eigentlich schon seit zwei Stunden von Wien, Lobau, aufgebrochen, habe da so 4-5 Stunden verbracht. In der Lobau war ein bisschen laufen und bin so ein bisschen herumgelegen, Kaffee getrunken. Baden nicht vergessen. Da ist es auch sehr, sehr viel Wein. Ich bin jetzt herum und geht aber jetzt Richtung Waldviertel, vom Weinviertel ins Waldviertel.